Aktuell werden Videos zu Bill Gates millionenfach angeklickt. Aber dass Bill und Melinda Gates wirklich die Welt alleine beherrschen, darf mit Recht bezweifelt werden. Heute schauen wir uns an, was es mit den Theorien rund um Bill Gates auf sich hat. Das staatliche Handeln ist aktuell mehr als widersprüchlich. Die Bundesregierung betonte in den letzten Wochen immer wieder, dass es jetzt um jedes Menschenleben geht und dass jeder Bürger und jede Bürgerin geschützt werden soll. Parallel dazu wurde sehr schnell klar, dass die Maßnahmen der Regierung nicht unserem Schutz, sondern dem Schutz von Profiten der größten Konzerne dienen. Zum Beispiel sieht man das sehr deutlich an den Altenheimen, die während der Krise zu den Corona-Hotspots gehören und wo auch sehr viele Menschen gestorben sind. Die Bundesregierung verklärt Altenheime zu medizinischen Einrichtungen, was sie ja nicht annähernd sind. Trotzdem werden dann Menschen, die sich in den Altenheimen mit dem Virus anstecken, dort gelassen. Dann darf sich die Regierung auch nicht wundern, dass der Virus sich hier ungehindert ausbreitet und viele alte Menschen sterben. Mindestens genauso widersprüchlich ist das Thema der Masken. Erst erklärt das RKI, dass Masken kaum etwas bringen und sie nach 15 Minuten sowieso durchnässt sind und damit die Wirkung komplett aufhört, und trotzdem gibt es jetzt eine Maskenpflicht an vielen Orten in ganz Deutschland. Diese ganzen Widersprüche im Handeln der Regierung sehen die Leute, und das wirft natürlich auch eine Menge Fragen auf. Und genau hier setzen dann die Verschwörungstheorien ein und versuchen, diese Lücke zu füllen. Einer, der sich mit diesen Spinnereien eine goldene Nase verdient, ist zum Beispiel Ken Jebsen. Ich weiß, dass Ken eine sehr umstrittene Persönlichkeit ist und auch viele linke Menschen ihn als einen Linken sehen, aber ich will jetzt erklären, warum ich ihn zur neuen Rechten mitzählen würde. Ken Jebsen ist ein Medienunternehmer, der es besonders auf Bill Gates abgesehen hat. In seinem Video Gates kapert Deutschland behauptet er, dass Bill und Melinda Gates aktuell Deutschland kontrollieren würden. Sie seien verantwortlich für die Corona-Panikmache und wollen letztendlich eine Impfpflicht einführen, um so mit dem Impfstoff noch reicher zu werden. Fakt ist, dass Bill Gates durch seinen enormen Reichtum massiven Einfluss auf Politik, Wissenschaft und die Medien ausübt. Trotzdem machen sich die Verschwörer zu einfach, wenn sie nur ihn in den Fokus nehmen. Und an diesem Beispiel möchte ich mal klar machen, was drei Merkmale so einer rechten Verschwörungstheorie sind. Das Wort Verschwörungstheorie benutze ich selbst nur sehr vorsichtig und wenn es wirklich passt. Dieses Wort kann genauso als Waffe gegen die Leute eingesetzt werden, die die wirklichen Verschwörungen und kriminellen Abmachungen, die beispielsweise Regierungen und Konzerne auf Kosten der Bevölkerung treffen, kritisieren. Das erste Merkmal einer solchen Verschwörungstheorie ist, dass das Problem von außen kommt. Das Problem liegt also nicht in Deutschland, Deutschland ist besetzt, Deutschland ist eine GmbH und so weiter. Wenn das wirklich so wäre, dann müsste man nur die letzten US-Soldaten verjagen und wir hätten in Deutschland eine wirkliche Demokratie. Dass das nicht so einfach ist, ist eindeutig. Wir haben in Deutschland eine eigene, sehr mächtige Kapitalistenklasse, die genauso die Menschen ausbeuten will. Für uns ist es letztendlich egal, ob es ein deutsches, französisches oder amerikanisches Unternehmen ist, welches uns das Geld aus der Tasche zieht. Das Problem ist und bleibt das kapitalistische Profitsystem. Das zweite Merkmal dieser Verschwörungstheorien ist, dass das Problem in einzelnen Personen gesehen wird und nicht im System. Das eigentliche Problem bleibt aber, auch wenn Gates das Handwerk gelegt werden würde. Wir hätten immer noch eine Gesellschaft, in der wenige die Fabriken, Ländereien und Wohnhäuser besitzen und eine große Mehrheit ihre Arbeitskraft verkaufen muss. Aktuell gehört Gates als milliardenschwerer Kapitalist zu den wenigen Herrschenden. Er ist aber bei weitem kein Alleinherrscher. Damit wird der Blick von dem Konflikt zwischen Klassen abgelenkt und Ken Jebsen fantasiert einen Konflikt zwischen ein, zwei Bösewichten und der Menschheit herbei. Das mag ein gutes Skript für einen Hollywood-Blockbuster sein, hat aber mit der Realität wenig zu tun. Das dritte Merkmal dieser Verschwörungstheorien ist, dass sie keine Lösungen anbieten. Sie haben ganz einfach keine realistische Lösung für das Problem. Deshalb kommt Ken Jebsen in seinem Video auch darauf, dass die Bundesregierung hinter Schloss und Riegel gehört und fordert außerdem lediglich einen internationalen Strafbefehl für Bill Gates. Eine Alternative bietet er jedoch nicht an. Das kapitalistische System wird aber immer wieder Menschen hervorbringen, die so einflussreich sind wie ein Gates. Eine wirkliche Lösung muss also am System ansetzen,
bis die Kapitalisten allesamt entmachtet werden und das kapitalistische System durch eine solidarische, eine sozialistische Alternative ersetzt wird. Jetzt gibt es nicht wenige, die sagen, dass da doch was Gutes dran ist, wenn endlich Leute auf die Straße gehen und gegen die Regierung protestieren. Man fragt sich, warum das überhaupt ein Problem sein soll. Nun ja, auch wenn vieles, was da gesagt wird, nicht schlecht klingt, wie zum Beispiel, dass man Widerstand leisten muss, macht es die Sache noch nicht grundsätzlich fortschrittlich. Das ist oft eine Methode, um die Menschen, deren Herz noch links schlägt und die sich etwa für Freiheitsrechte stark machen wollen, einzubinden. Gerade aus der deutschen Geschichte kann man da viel lernen. So haben es die deutschen Faschisten schon in den 20er und 30er Jahren durch so eine Rhetorik und Demagogie geschafft, eine große Massenbasis aufzubauen. Sie haben laut verkündet, für die Rechte der Deutschen und gegen den Versailler Vertrag zu kämpfen und wollten ausländisches Kapital aus Deutschland vertreiben. Hätten sie damals direkt gesagt, dass sie den Zweiten Weltkrieg vom Zaun brechen und Abermillionen Menschen vernichten wollten, hätten sie bei weitem nicht so viele Unterstützer sammeln können. Aber in so einer Situation kann man den Rechten auch nicht einfach das Feld überlassen. Genauso falsch wäre es, in typischer ultralinker Manier, sich alleine über diese Menschen lustig zu machen. Denn viele von ihnen haben kein gefestigtes rechtes Weltbild, sondern tatsächlich Existenzängste. Letztlich müssen wir mit Argumenten gegen solche falschen Vorstellungen angehen. Denn gerade befinden wir uns in der schlimmsten Weltwirtschaftskrise aller Zeiten. Und diese wird uns noch sehr lange begleiten. So wurden in den letzten Wochen unter dem Hashtag nicht auf unserem Rücken verschiedene Aktionen veranstaltet, die tatsächlich linke Forderungen auf die Straße bringen. Die Kernforderung ist dabei, dass die aktuelle Krise nicht auf unserem Rücken, also nicht auf Kosten der Arbeiterinnen und Arbeiter, abgewälzt werden soll. So gab es am 25. April auch einen bundesweiten Aktionstag von linken und antikapitalistischen Organisationen mit dem Slogan »Keine Quarantäne für unsere Freiheitsrechte«. Der Aktionstag hat das pauschale Verbot von öffentlichen politischen Veranstaltungen aufgebrochen und gezeigt, dass der Kampf um Freiheits- und Arbeiterrechte ein zentrales Thema der politischen Linken sein muss. Fassen wir zusammen. Letztlich können wir uns also weder auf die Bundesregierung verlassen, die immer neue Infektionen und damit auch den Tod von vielen Arbeiterinnen und Arbeitern in Kauf nimmt. Noch dürfen wir auf die rechten Demagogen reinfallen, die uns alle von den eigentlichen Konflikten ablenken wollen. Zentraler Punkt aller Auseinandersetzungen in diesem System ist und bleibt der Kampf zwischen den Kapitalisten und den Arbeiterinnen und Arbeitern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hilf uns doch, das Video zu verbreiten, teile es auf Social Media und like es, lass uns ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.